So, hallo zusammen, ich bin hier in dem Spannunternehmen der Fidor AG und neben mir steht Matthias Gröner. Hi. Wer bist du und was machst du hier? Mein Name ist Matthias Gröner, ich bin einer der Mitbegründer des Unternehmens von vor 5 Jahren. Ich bin dementsprechend Vorstand hier im Haus. Wir kümmern uns um Finanzdienstleistungen und wie man Finanzdienstleistungen optimal und vor allen Dingen kundenzentriert an die Leute bringt. Und ihr habt da mehrere Plattformen, also nicht nur Fidor.de, sondern was steckt da alles dahinter? Hinter Fidor und der Vorgehensweise, Finanzdienstleistungen übers Netz zu vertreiben, steckt zum Beispiel die Zieltraffic AG, die einzigartig erfolgsorientiert für Banken und Versicherungen arbeitet, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite betreiben wir zunehmend eigene Web-Frontends und Plattformen, an denen sich Kunden austauschen können, Informationen bekommen, Experten treffen wie Berater etc. Mhm. Also kannst du da ein Beispiel nennen? Also wenn man jetzt auf sich für Geld interessiert, wenn man oder? Bei www, gerne nenne ich ein Beispiel, wenn man bei, ich will nicht zu werben werden, wenn man bei www.gmig.de beispielsweise reingeht und man tippt eine Frage ein, dann hat man die Möglichkeit, diese Frage an alle dort registrierten Berater zu schicken. Da schreibe ich rein, ich habe 10.000 Euro Schulden, was mache ich jetzt? Ja. Oder ich habe 10.000 Euro Cash, wie lege ich die am besten an? Und die Berater sind dann teilweise sehr, sehr schnell und geben sehr kompetente Antworten oder kommen mit Rückfragen zurück, um besser antworten zu können. Wir wissen, dass eine Frage, die ein User da reinstellt, über 180, 200 Mails dann als Konsequenz auslöst. Wie viele Berater sind da online? Derzeit sind registriert 650. Das ist jetzt so das Ergebnis unseres Betas. Aber wir werden in diesem Jahr da massiv Erfolg drauf legen, dass das schnell wächst. Und das ist ja eine neue Form vom Bankenwesen eigentlich. Ja, die richtige oder die eigentliche noch stärkere Innovation kommt dann mit unserem eigenen Finanzdienstleistungsangebot, das sich sehr stark ums Banking kümmern wird. Ja, es ist eine neue Form. Letztlich, das Konto selbst ist das Klassische, das Gleiche, keine Frage. Die Frage der Zinsen ist natürlich klar, die ist immer für den Kunden entscheidend. Aber ich glaube, das Wesentliche wird sein, inwiefern man den Prozess der Finanzdienstleistung gemeinsam mit dem Kunden macht, inwiefern man den Kunden integriert, ihn mit einbindet bei der Produktgestaltung, bei der strategischen Ausgestaltung. Die Transparenz wird entscheidend sein, wie Transparenz arbeitet im Management. Alles Fragen, die sich vor allen Dingen nach diesen desaströsen Monaten und Jahren jetzt der Finanzkrise für den Kunden eklatant stellen eigentlich. Ja, ja gut. Das klingt sehr spannend. Dann hoffe, sehen wir uns auf Fidor.de. Super. Danke dir. Danke. Danke, Monty.